Dero Goy ist mit seiner Band Umf ein Weltstar. Sein Song Augen auf war 22 Wochen lang auf Platz 1 der internationalen Charts. Frontmann Dero Goy lebt ein Leben, von dem viele Menschen nur träumen können. Doch während er immer berühmter wird, wird seine Seele immer leerer. Und dann erkrankt sein kleiner Sohn an Krebs. Herzlich willkommen bei ERF Menschgott. Hallo Dero. Hallo. Dero, du bist ja mit deiner Band, mit den Texten nicht so zimperlich auch gegenüber Gott umgegangen. Hast ähm, da zum Beispiel mal geschrieben, Vater unser im Himmel, geheiligt werde die Lüge, mein Fleisch verkomme, mein Wille geschehe. Warum hast du solche Songs geschrieben? Ich wollte provozieren. Hm. Provokation ist, denke ich, ein Hauptmerkmal von der Musikrichtung, die, die ich mit meinen Texten auch geprägt habe, sage ich mal. Ich habe auch gemerkt, dass Musik für mich so eine Art urschrei ist und ähm, damit konnte ich viel kompensieren. Und ich habe natürlich auch viel projiziert. Und für mich war als jemand, der katholisch erzogen wurde und aufgewachsen ist, ja die katholische Kirche war für mich ein, ja, ein rotes Tuch mit ihren ganzen okay. Missbrauchsskandalen mhm. und äh, mit ihrer ganzen ähm, ja mit ihrem Pomp, mit ihrem Prunk, mit dem vielen Geld. Und ähm, ja, heuchlerisch war das einfach für mich. Und da habe ich dann viel drauf projiziert. Und das war eigentlich Hauptgrund. Für mich war die stellvertretend fürs mhm. Christentum. Okay. Ja. Was wolltest du mit deinen Songs erreichen? Also wolltest du Menschen richtig von diesem Glauben wegführen? Oder was war deine Intention? Ich glaube, ich wollte schon aufklären mhm. und ähm, wollte zeigen, dass es ein Irrglaube ist. Ähm. Dass Religion auch wirklich verführerisch ist, dass äh, sie installiert wurde, um Menschen zu manipulieren und zu unterdrücken, in die Irre zu führen, ähm, ja, letztlich eigentlich aus meiner heutigen Sicht vom wahren Glauben wegzubringen. Mhm. Und du hast ja jetzt Gott schon sehr direkt angesprochen. Also, er war für dich Existenz oder wer war, wer war Gott für dich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so oft wie ich Gott angesprochen habe in Texten, stellt sich gar nicht die Frage, ob ich ein Atheist war. Ich war wahrscheinlich eher Agnostiker die ganze Zeit, wütender Agnostiker, also jemand, der zweifelt, ein großes Fragezeichen im Kopf hat, was die Existenz dieses Universums anbelangt. Mhm. Ähm, aber ich habe ganz, ganz viel projiziert durch meine Sozialisation, durch meine Erziehung, durch so wie ich aufgewachsen bin, auf die katholische Kirche, auf den... Damit für mich stellvertretend christlichen Glauben, mhm. Scheinheiligkeit, ähm, Missbrauchsskandale, wie gesagt Vertuschungen ähm, und ähm, ja, da das war für mich ein gefundenes Fressen, um mich auszutoben in mhm. der Musik. Du bist ja dann, ich glaube schon Anfang 20, hast du deine ersten Erfolge gefeiert mit UMF, bist du richtig berühmt geworden. Wie erging es dir und war das so dein Lebenstraum, wo du gesagt hast, ja, jetzt bin ich hier angekommen an der Spitze vom Erfolg? Naja, ich habe schon früh gemerkt, da ist was dran, so auf der Bühne zu stehen. Mit 17, 18 stand ich erst mal auf der Bühne und dann habe ich gemerkt, ja, das gibt mir schon irgendwas. Da ist so ein Kribbeln, mhm. so ein Adrenalinrausch und ähm, damit kann ich mir so eine Art Fake Persönlichkeit aufbauen, aber auch ich kann von der Liebe und Zuneigung was kompensieren, dass ich rückblickend jetzt, würde ich sagen, zu wenig hatte. Mhm. Ich habe das da gesucht einfach ja. in der Musik, in der Bestätigung durch Fans. Aber da war auch viel Stolz. Ich habe gemerkt, ich kann mein Ego damit aufpolieren, aufpolstern, mhm. wenn ich auf einer Bühne stehe und mich ja als, eigentlich als mehr darstelle, als ich in Wirklichkeit bin. Mhm. Also, in dem Moment war es schon eine Art Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Schon, ja. Absolut. Ich würde das schon sagen. Mit, mit, mit Anfang 20 das erste Mal in New York zu spielen und dann schnell auch ähm, durch Europa zu touren und, und die Welt zu sehen, quasi. Und ähm, egal, wo du, komm, wo du hinkommst, hast du immer ein paar tausend Leute, die, die dir zujubeln, ganz egal, in welchem Land. Das war schon faszinierend mhm. und dann die größeren Festivals: Rock am Ring, Rock im Park, Wacken und Konsorten. Ja, und dann bist du irgendwann richtig in diesem in diesem Feuer, auch mhm. in diesem. In, das ist wie ein Rausch, ja. wie ein Traum. Oh. Ja. Und jetzt ist es ja bei vielen anderen Musikern so, dass sie eher so über Liebe schreiben, vielleicht so ein bisschen Gesellschaftskritik oder Trauer. Du hast jetzt bewusst schon Text auch gegen Gott formuliert, gegen Religion. Ähm, wo kam das her ganz ursprünglich? Was denkst du? Ich denke, das hat viel mit der Scheinheiligkeit zu tun, die ich auch in Bezug auf dann meine katholische Erziehung mitbekommen habe. Sonntags in die Kirche gehen oder dann halt in der Schule hatten wir auch Gottesdienste. Und ähm, dann zu Hause wehte aber trotzdem ganz anderer Wind. Mein mhm. Vater war zwar auch katholisch in dem Sinne, aber zu Hause war halt Suchtverhalten, Alkoholismus und auch Gewalt angesagt. Mhm. Und das passte überhaupt nicht zusammen, fand ich. Und ja, da hatte sich viel Wut aufgebaut, viel Trauma angesammelt mhm. auch und viel Zorn, viel Gift. Mhm. Ne? Und das musste raus irgendwann, sonst wäre ich geplatzt wahrscheinlich. Ja. Wie hast du deinen Glauben als Kind erlebt? Ich fand es schon schön, als Kind Weihnachten zu feiern. Gar nicht mal nur wegen der Geschenke, sondern auch wegen dieser Heiligkeit, die ich um dieses Fest wahrgenommen habe als Kind. Viel Mystizismus und mhm. es war sehr abstrakt, aber trotzdem hat es mich irgendwie gepackt als Kind. Auch in der Kirche manchmal fand ich es sehr interessant und ja, in den katholischen Kirchen hängt nun mal auch überdimensional das Kruzifix, also der leidende Christus immer vor einem. Und da ich sehr sehr viel Leid in der Familie mhm. gespürt habe, sehr viel Trauma auch, was meine Eltern mit sich gebracht hatten als Flüchtlingskinder, die sehr sehr viel Elend ähm, auch erlebt hatten in, in der Nachkriegszeit oder auch auf der Flucht, ähm, ich habe mich da als Kind doch zum Großteil auch irgendwo wiedergefunden mhm. in hauptsächlich aber in dem Leid, was Christus äh, mhm. ausgestrahlt hat. Ja. Du hast jetzt gerade mal so im Nebensatz Gewalt und Sucht erlebt, auch in deinem Elternhaus. War das ein Grund, warum du auch so aggressive Texte geschrieben hast? Ich würde schon sagen, ja. Also man adaptiert viel, man übernimmt viel, unterbewusst auch und unbewusst. Wenn du das als Kind schon miterlebst, dann staut sich so viel an, was du noch gar nicht in Worte fassen kannst, was dich umtreibt. Da ist ganz so, so, so ein Knotengewirr in deiner Magengegend und du weißt aber gar nicht, du, du weißt es nicht einzuordnen. Mhm. Und ich denke, ähm, ja, das war ein Hauptgrund, dass ich, äh, dass ich dann auch eher diese anklagenden, provokativen ähm, Texte gewählt habe und auch eher härtere Musik, mhm. weil da musste einfach viel raus. Kannst du uns ein Beispiel geben aus deiner Kindheit? Naja, also wie gesagt, ich habe viel körperliche Gewalt auch erlebt. Mhm zwischen meinen eltern aber auch äh, wir haben als kinder auch oft richtig mit dem gürtel gekriegt und das ist äh, handfeste gewalt ne? aber das gab auch psychische gewalt verbale gewalt alle möglichen arten mhm. ähm, und ich kann auch gar nicht sagen welche jetzt die schlimmere ist das möchte ich gar nicht in relation setzen menschen die das erlebt haben die wissen was ich meine es ist mhm. irgendwie eine gemengelage die man irgendwann nicht mehr einordnen kann man zersplittert innerlich so ein bisschen und ähm, kann sich selber irgendwie irgendwann nicht mehr so richtig spüren. Manchmal hat man das Gefühl, man steht neben sich und beobachtet eine andere Person. Ne? Mhm. Ähm, da ist auch viel ähm, ja, Trauma passiert, was eigentlich ein Kind in der Entwicklung, in der wichtigsten Phase seines Lebens nicht, nicht ähm, erfahren sollte. Ähm, genau, und deswegen habe ich wohl kein Reggae später gemacht, mhm. sondern eher härtere Musik. Also die Liebe und Geborgenheit, die man sich ja so als Kind in der Familie wünscht, war nicht da. Würdest du sagen, dass du das probiert hast, vielleicht auch in den Fans zu finden oder in der Musik, diese Anerkennung, diese Liebe, die du da zu Hause nicht bekommen hast? Ja, glaube ich schon. Mhm. Ich habe sehr schnell gemerkt, ähm, da kommt irgendwas zurück, eine Energie mhm. von, vom Publikum, ähm, das, mir, das mir schon so eine Art Kick verleiht. Mhm. Und ich habe da auch Bestätigung und Liebe und Zuneigung gesucht. Ich habe natürlich schnell gemerkt, das ist sehr oberflächlich, was mhm. da abläuft. Das, ne, Fans sind treu. Über Jahre kann ich das wirklich, Jahrzehnte kann ich das jetzt wirklich behaupten von vielen, die seit Anfang der Bandgründung dabei sind. Aber sie können dir nie das geben, was du eigentlich brauchst. Ich würde sogar heute so weit gehen und sagen, das kann dir auch gar kein Partner geben. Selbst in einer wirklich liebevollen Partnerschaft kann, kann das der Partner auch nicht leisten. Das kann kein Mensch eigentlich. Und je mehr man das verlangt von Menschen, desto mehr wird man enttäuscht sogar. Deine Texte oder eure Texte waren ja schon auch sehr düster. Würdest du sagen, dass das so auch dein Wesen ausgemacht hat? Ja, ich würde sagen, ich war von meinem zwölften Lebensjahr an eigentlich mehr oder weniger depressiv. Ach, tatsächlich. Ja. Mit Unterschieden natürlich, mit großen Unterschieden, mhm. aber doch durchgehend fast äh, ja, ja, 35 Jahre lang. Und das hast du gespürt? Also es war so ein Lebensgefühl, was du dann für dich so angenommen hast? Oder hast du irgendwas ja. unternommen, um da mich auch so ein bisschen gegenzusteuern? Ja, ich habe mich schon bedrückt gefühlt, ich, ich habe mich sogar verflucht gefühlt, kann man ja. sagen. Ich konnte es aber nicht richtig einordnen. Ich habe dann äh, angefangen, Psychologie zu studieren, habe mich wirklich auch selbstreflektiv versucht, selbst zu erkennen, äh, da muss doch irgendwas sein. Ich muss doch den Schlüssel dazu finden, was hier mit mir falsch ist. Mhm. Habe Psychotherapien dann auch selber gehabt, Gesprächstherapien, Verhaltenstherapien, habe Medikamente ausprobiert, Psychopharmaka. Äh, aber nichts konnte eigentlich dieses Loch, diese Leere, die auch immer größer wurde in mir mit den Jahren, obwohl der Erfolg zunahm, konnte das heilen, stopfen oder wie auch immer, konnte dieses Knäuel entwirren, was da in mir noch war. Ich habe mich im Kreis gedreht irgendwann nur. Ich habe gesagt, man muss doch mal irgendwann aus diesem Irrgarten, aus diesem Labyrinth ähm, hier ein Ausweg sein. Was hast du neben dem Studium oder auch vielleicht Medikamenten, was hast du noch probiert? Waren da noch andere? Ja, ich habe hab eine Zeit lang äh, Yoga probiert, mhm. Meditation, autogenes Training und ich habe mich von einer Krücke zur anderen gehangelt, aber nichts hat wirklich ähm, mich heilen können mhm. oder das Trauma wirklich auch lösen können. Mhm. Da war nichts zu holen. Ja. Das waren immer mal kurze Lichtblicke, mhm. aber dann ging es schnell weiter mit einem alten Trott. Mhm. Und dann, einige Zeit später, hast du ja wieder Kontakt zu deinem Vater ähm, aufgenommen. Und ihr habt ihn als Familie zu euch nach Hause geholt. Wie kam das? Ja, dadurch, dass ich wusste, dass der Alkohol ja schon immer da war in seinem Leben, in unserem Leben, in unserer Familie, die Sucht. Mhm. Das war auch eine ganz furchtbare Krankheit. Mhm. Ein Selbstmord auf Raten, muss man sagen. Das ist so wie jemand, der vom Haus springt und erst 30 Jahre später aufkommt. Mhm. So um an ein Bild zu bemühen. Und dann habe ich irgendwie aus einer inneren, tja. Ja, irgendwie aus einer inneren Führung, würde ich auch heute sagen, ähm, herausgesagt: komm zu meiner Frau, lass uns den mal in unsere nächste Nähe holen. Wir wohnen ziemlich dörflich, der braucht Hilfe und ja, konnte damals meine kleinen Kinder auch noch als seine Enkel ein paar Jahre aufwachsen sehen, aber es nahm wirklich zu und es wurde dann auch wirklich schwierig und gefährlich teilweise auch. Und ja, ich habe dann auch angefangen, wirklich aus Verzweiflung zu beten. Okay. Da, da fing es an. Ja. Mhm. Warum hast du gebetet, obwohl du so gegen Gott warst? Das ist eine sehr gute Frage. Es fühlte sich richtig an und rückblickend würde ich sagen, ja, ich hatte Gott nie wirklich tot gesagt. Ich, dadurch, dass ich ihn ja so oft zum Thema gemacht habe über die Jahrzehnte in, in meiner Musik, spielte er ja noch eine Rolle für mich. Wenn auch keine gute. <laughs> Aber ich habe. All meinen Zorn, meinen Hass, meine Wut, mein Schmerz, mein Trauma auf ihn projiziert. Das heißt, für mich war der nicht tot. Ich, ich, ich habe ihn nur beiseite geschoben und ja, ich war im Krieg mit ihm, sozusagen auf dem Kriegsfuß. Und ja, irgendwann stellte sich halt mir selbst auch die Frage, wenn du ihn so sehr zum Thema machst, immer wieder, nicht nur, aber bestimmt. 30, 40 Prozent der Texte über 30 Jahre lang haben das Thema Gott behandelt. Er ist doch wichtig für dich, habe mhm. ich mir selbst die Frage gestellt. Er ist doch wichtig für dich, oder? Sonst würdest mhm. du es doch nicht tun. Wie war denn dein Gottesbild damals? Sehr distanziert. Also als Kind und Jugendlicher vor allem hatte ich eine Distanz zu Gott die ich nicht beschreiben kann. Es war kein lebendiger Gott. Es war irgendwie ein Gott, der Millionen Lichtjahre entfernt war, auch wenn er vor mir ja. am Kreuz hing in der katholischen Kirche damals. Und hast du irgendwas noch mal auch unternommen? Also gerade du warst ja nicht der einzige, der äh, du war, also dein Vater war ja nicht der einzige, der gelitten hat, sondern ja. du hast ja auch darunter gelitten. Bist du ja. da irgendwie Schritte gegangen? Ja, es ist also sehr viel Fügung in meinem Leben, mhm. Rückblick, muss ich sagen. Ich habe dann von einem guten Freund den Vater getroffen, der gesagt hat, du, dein Vater kann sich in dem Sinne nur selbst retten, indem er sich helfen lässt. Mhm. Und den Schritt muss er machen. Den ist er nie gegangen, er ist dann letztlich am Alkohol gestorben. Aber es gibt auch Hilfe für Angehörige von Suchtkranken. Und der hat mir dann so eine Selbsthilfegruppe empfohlen, die auch christlich geprägt war. Okay. Da war ich erstmal sehr vorsichtig. Aber es wurde schnell gesagt, bei uns heißt das hier höhere Macht. Man muss sich da, also wir sind da relativ offen und frei, das ist zwar christlich geprägt, aber jeder, und selbst wenn man keine höhere Macht hat, kann man hier mit teilnehmen. Okay. Genau, dabei. Und, aber ich habe halt gemerkt, dieser wirklich explizit formulierte Glaube an Jesus Christus hat mit den Leuten da was gemacht, die auch wirklich mhm. stark gelitten haben. Und da habe ich dann das erste Mal so Erleichterung gespürt: Mensch, es gibt Hilfe. Ja, und da war dieser christliche Hintergrund bei bei der Selbsthilfegruppe und das hat auch noch mal ja, das hat erste Schritte, sage ich mal, mhm. freigesetzt in mir, wo ich sage, ich, ich ja, ich bete selber schon wieder auch für meinen Vater ja. und es war für mich auch gar keine Frage, ob ich zu Buddha bete oder okay. zu Allah oder es war klar, ich bete jetzt zu Jesus ja. Christus. Und irgendwie hat das eine Art Frieden in mir auch ausgelöst, der den ich nicht erklären konnte, den ich nicht einordnen konnte. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass letztendlich dein Vater verstorben ist, auch an der Sucht. Wie war das für dich? Gerade, du hast ja angefangen zu beten und dir wahrscheinlich auch erhofft, dass, dass Gott auch deinen Vater heilt und das ist in dem Sinne nicht passiert. Ja. Ähm, wie war das für dich? Zu dem Zeitpunkt war es nicht mehr so, dass ich hätte Gott dafür die Schuld gegeben. Ähm, da war ich schon in einem Alter, da konnte ich das einordnen. Und auch schon so auf dem Weg, dass ich gesehen habe, da kann Gott auch nichts machen, wenn sich mein Vater Gott nicht öffnet, wenn sich mein Vater Ärzten nicht öffnet, ist da nichts zu holen. Mhm. Als Kind in einer suchtkranken Familie, da war das was anderes, da saß ich schon oft auch weinend in der Kirche und habe mir den Jesus am Kreuz angeguckt und habe gesagt, Warum hilfst du mir eigentlich nicht? Warum hilfst du meinen Eltern nicht, miteinander klarzukommen? Warum wird es jetzt hier nicht besser, sondern immer schlimmer? Und da würde ich auch sagen, dass ich so in dem, in dem Bereich mit zwölf, dreizehn Jahren meinen Glauben verloren hatte damals okay. und auch meinen, so einen richtigen Zorn aufgebaut habe gegenüber Gott. Und das war dann quasi auch so deine Rache an Gott, so nach dem Motto: du hörst meine Gebete nicht und jetzt hier, guck mal, sch dann schmeiße ich dir die Texte entgegen. Ja, ja ich habe das auch verwechselt, muss ich ganz klar sagen. Rückblickend habe ich heute Religion und Institution Kirche mit dem lebendigen Gott mhm. verwechselt. Mhm. Ja. Um nochmal ein bisschen zurückzugehen, auch in deine Familiengeschichte. Also. Was ja dann schon durch diese christliche Gruppe auch angefangen, sich diesem Thema Glaube auch zu nähern, dich dem zu öffnen. Und dann ist ja was ganz Dramatisches auch in deiner direkten Familie passiert. Was, ist, was war da? Ja, 2009 wurde bei meinem damals dreijährigen jüngeren Sohn ähm, Krebs diagnostiziert. Und zwar eine seltene Krebsart, ähm, ein Augenkrebs, der auch nur bei Kindern vorkommt. Ähm, ja. Und da brach erstmal eine Welt zusammen oder da wurde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Du willst kontrollieren und kannst gar nichts kontrollieren. Du kannst gar nichts machen. Du bist den Ärzten ausgeliefert. Ja, und ähm, damals waren wir dann nächtelang in der Charité mit meiner Frau zusammen in Berlin. Und dann bin ich irgendwann voller Verzweiflung in die Kapelle der Charité gegangen und habe mich da allein hingesetzt, habe mein Herz ausgeschüttet und äh, habe bitterlich geweint und habe mhm. hab zu Jesus gebetet. Wow. Ähm, ich war nie Atheist. Ich glaube, das war meine Rettung diesbezüglich. Mhm. Und deswegen habe ich irgendwann gedacht: ich kann, ich kann doch sowieso alleine jetzt nichts machen. Was soll ich machen? Ich werde wahnsinnig, wenn ich jetzt hier, ja versuche das in irgendeiner Form selbst zu lösen. Es kam für mich nicht, überhaupt nicht in Frage, jetzt zu überlegen, ja machst jetzt mal ein bisschen Yoga oder meditierst du mal ein bisschen oder machst autogenes Training, dann wird es schon wieder ein bisschen besser sein. Nein, nichts wäre besser gewesen. Ich wusste, ich musste mich jetzt mit dieser ganz ultimativen Sorge an Christus wenden. Das Kreuz stand da vor mir, das war ein nacktes Kreuz in der... In der Kapelle und heute rückblickend muss ich auch sagen, dass es das wesentlich wichtigere Kreuz für mich ist. Das katholische Kreuz ist mir zu sehr fixiert auf das Leid, das wichtig ist, aber noch wichtiger ist, dass Christus auferstanden ist mhm. für uns und den Tod überwunden hat. Und ja, rückblickend ist es auch schön, wenn ich mir das jetzt vor Augen halte, dass damals in dieser Kapelle, in diesem Andachtsraum, der Charité, dass das blanke Kreuz stand und nicht, und nicht der gekreuzigte daran war. Hattest du dort eine besondere Gottesbegegnung oder auch ein Gefühl, dass du jetzt dich nochmal diesem Gott öffnest? Oder hat er die Gebete auch erhört, die du da an ihn gerichtet hast? Ich habe in dem Sinne keine, man hört das ja manchmal von Leuten, keine Vision gehabt oder Worte vernommen. Aber ich habe ein ganz tiefes Gefühl von Frieden ähm, gespürt. In dieser Kapelle? In dieser Kapelle, als ich ihm meine Sorgen anvertraut habe. Und ähm, Christus ist Gott. Mhm. Gott hat sich manifestiert, um mit uns in Kontakt zu treten. Ohne Jesus hätten wir gar keine Vorstellung, wer Gott überhaupt ist. Er würde abstrakt bleiben, distanziert. Mhm. Und das habe ich damals gespürt. Ja. Diese Verbindung, da ist irgendwas, da, da ist irgendwas Leibhaftiges. Okay gott ist leibhaftig geworden in christus und das habe ich das habe ich gespürt das fiel mir so wie schuppen mhm. irgendwann in diesem prozess von den augen und ich ja okay und es wurde immer reeller und es manifestierte sich immer mehr in meinem leben dieser glaube trotzdem war diese angst so dominant was passiert jetzt mit meinem sohn mhm. wird das andere auge noch befallen sein wir sehen die ist das schon gestreut braucht er eine chemotherapie braucht er bestrahlung wie lange wird sich das hinziehen überlebt er überhaupt mhm ist das Gehirn befallen und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich gebetet natürlich, dass das gut ausgeht. Ich wusste ziemlich schnell, das Auge muss extrahiert werden, da ist nichts mehr zu holen. Und es war keine Streuung vorhanden, keine Metastasierung. Er brauchte keine Strahlentherapie, keine Chemotherapie, das andere Auge war nicht befallen. Er hatte nicht die genetische Variante, sondern die erworbene. Also es hatte sich alles dann bei bei allen Diagnosen war es die beste Variante, die okay. dann noch kam. Und wolltest der, du das dann Gott zuschreiben? Ich habe es ihm zugeschrieben. Mhm. Eindeutig. Mhm. Ich habe gebetet und er hat meine Gebete erhört, dass es gut ausgegangen ist. Für mich ist das ein guter Ausgang. Mhm. Ja. ja. Ähm, ich weiß, dass es ganz viele Eltern gibt, die haben ihre Kinder an Krebs verloren oder die haben schlimmere, viel schlimmere Arten von Kinderkrebs erlebt. Das ist noch eine der, der glimpflichsten. Mhm. Deswegen kann ich sagen, da dass, ist dass Bewahrung. Und das ist für mich Wunder, dass mein Sohn heute lebt mhm. und er gut klarkommt. Mit einem Auge und ja, die Prothetik, die er trägt, das sieht man kaum eigentlich. Mhm. Du hast also für dich schon diesen lebendigen Gott in der Kapelle erlebt und trotzdem warst du ja weiter als Musiker auf der Bühne und hast diese Songs, die ich ja vorhin zitiert habe, gesungen. Wie ging es dir denn damit? Ich habe einen immer größeren Widerspruch festgestellt in mir, so einen Zwist. Ich, ich kam manchmal von der Bühne und habe unter der Dusche Gott gedankt für ein gutes Konzert und dachte mir, aber du hast doch eben noch alte Lieder gesungen, wo du, ja, wo du letztlich unterm Strich Gott lässt. Das ist mhm. einfach so. Das passt doch nicht mehr zusammen. Mhm. Und so wuchs das in mir und ich habe auch echt Schuldgefühle aufgebaut. Mhm. Und ähm, ich habe ge hab gefühlt, das passt nicht mehr zusammen. Mhm. Ne? Und dann, das, das zog sich dann noch über ein paar Jahre sogar hin und dann kam mir zum Glück Corona dazwischen. Muss man ganz klar Für so sagen. Für dich zum Glück, okay. Als Musiker ist man eigentlich ständig auf Tour, auf Festivals oder on the road im Tourbus und auf einmal kehrte Ruhe ein. Mhm. Wie? Touren abgesagt, Festivals abgesagt, Ruhe bis auf Weiteres, okay? Und dann st stellte ich mir natürlich noch mal die grundsätzlichen Fragen. Wo bist du jetzt angelangt? Wie ist dein Verhältnis zu Gott? Weil er wird ja immer lebendiger schon in dir. Aber irgendwie ist da noch was. Ja, und dann habe ich mich auch immer mehr unterhalten mit Christen. Und die haben mich dann irgendwann gefragt. Hast du denn schon Gott mal gefragt, ob er in dein Leben kommen möchte? Mhm. Ah, nee. Ah. Ja, jetzt wink dich dir doch nicht auf. Ich dachte, okay, völlig logisch. Das ist ein guter Gott, kein Tyrann, keiner, der uns wie Marionetten an den Fäden äh, herumdiktiert, sondern er gibt uns den freien Willen mit allen Konsequenzen. Wenn wir uns abwenden, dann mit allen Konsequenzen. Und wenn wir uns ihm zuwenden, dann halt auch mit allen positiven Konsequenzen. Okay, dann habe ich das gemacht, bin in mein Kämmerlein gegangen, sage ich mal, ganz alleine im, im, im Zimmer gegangen bei uns zu Hause und habe dann gesprochen, ja, Christus... Danke übrigens für das, das, das und das, was du bisher schon in meinem Leben gemacht hast. Ich ja. habe ihm auch all meine Schuld zu Füßen gelegt, habe gesagt, ich weiß, ich habe echt viel Scheiße gebaut, gegen dich gearbeitet, in meiner Musik, in meinem Job, in meinen Texten, aber auch in meinem Leben sehr viel, sehr viel Verletzung selber verursacht. Bitte vergib mir das. Ich ich kann das nicht tragen. Mhm. So. Und habe ihn dann gefragt, ob er in mein Leben kommen möchte und ähm, das Ruder übernehmen möchte, weil ich das so möchte. Freiwillig, ich möchte das freiwillig, aus freien Stücken. Ja, und dann ab da an war mir klar, Gott ist real und lebendig, weil ich sofort gespürt habe, jetzt passiert was ganz, ganz anderes. Mhm. Jetzt. Ähm, Jetzt kommt eine ganz große Welle des Heiligen Geistes in mich und dieser Wahrheit auch. Ich habe gleich die Bibel ganz anders verstanden und die Zusammenhänge ganz anders gesehen innerhalb der Bibel und ja, war gleich auch dankbar für diese Wahrheit, die ich dadurch auch erfahren habe, im Herzen, in der Seele, auch im Verstand, auch in der Logik. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Die Veränderung, die ja auch. Ähm in mir hervorgerufen hat, auch dieses, dieses Gefühl jetzt wirklich nicht mehr, diese, diesen Knäuel aus Scham, Schuld, Wut, Angst, Trauer, Depression in mir zu haben, keine Psychotherapie ähm, beseitigen konnte, kein Psychopharmakum, nichts, keine Meditation, kein Yoga, gar nichts. Mhm. Kein Studium in der Psychologie, nichts. Das konnte nur der Heilige Geist, nur Jesus Christus konnte das Trauma heilen und das Knäuel lösen mhm. und das Loch stopfen. Okay. Heute muss ich sagen, trotzdem ich wiedergeborener Christ bin, bin ich nach wie vor religionskritisch. Ich mhm. finde Religion ist Mensch gemacht und menschgemachte Religion ist immer ein Manipulationsapparat und immer mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Und der wahre lebendige Glaube an Jesus Christus und die Bibel sind für mich äh, keine Religion. Das ist die Wahrheit. Also mhm. ich, ich, ich brauche keine Religion. Jesus braucht keine Religion. Mhm. Bin ich auch fest davon überzeugt. Mhm. Weil er ist die Wahrheit. Mhm. Und was Mensch gemacht ist, also Religion, kann nie die Wahrheit sein, weil Menschen sind immer mit Lüge und mit Fehlerhaftigkeit behaftet, mhm. im Gegensatz zu Christus selbst. Der Rougoi, ich danke dir, dass du uns da Einblicke gegeben hast in dein Leben. Sehr schön, dass du hier warst. Vielen Dank, ich habe zu danken. Alle Ehre dem Herrn. Gott ist ganz anders, als ich immer dachte. Diese Erfahrung hat Dero Goy gemacht. Was denkst du über Gott? Oder vielleicht kennst du ihn ja auch noch gar nicht. Wenn du magst, komm darüber mit uns ins Gespräch. Schreib uns eine Mail oder kommentiere einfach hier unter dem Video. Noch mehr Geschichten von Menschen, die Gott ganz persönlich kennengelernt haben, findest du auf unserem ERF Mensch Gott Kanal. Am besten gleich abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Bis bald.